Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir ein Cisco AirCap der 3500er Serie zurücksetzen können. Ich habe jetzt hier ein AirCap 3502i, EK9 genauer gesagt. Um es zurückzusetzen, müssen wir uns über die Konsole verbinden, mit dem Konsolenkabel halt. Meins ist jetzt schon verbunden hier. Ich starte mal kurz die Konsole, damit man auch sieht, was genau passiert, und schalte es dann einfach mal aus. Das machen wir, indem wir das Stromkabel abziehen, beziehungsweise bei PoE hier, Power over Ethernet, wie in meinem Fall, einfach das Netzwerkkabel abziehen. Dann müssen wir den Mode-Button hier drücken und einfach das Netzteil beziehungsweise Netzwerkkabel wieder verbinden. Den Knopf halten wir aber die ganze Zeit gedrückt, und zwar so lange, bis das Licht am Access Point hier anfängt rot zu blinken. Das dauert circa 21 Sekunden. Genau, jetzt leuchtet das Licht hier bzw. blinkt rot. Dann können wir ja loslassen, einfach abwarten, bis die Image hier geladen ist. Dauert ein paar Sekunden, bevor wir hier loslegen können. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Bei mir wird jetzt versucht, noch irgendwie hier nach einem TFTP. Okay, wenn es dann soweit ist hier endlich, genau, dann können wir, wie gesagt, direkt loslegen. Und zwar als erstes müssen wir zwei Dateien löschen oder umbenennen, das ist an euch überlassen. Diese Dateien finden wir hier auf unserem Flash-Speicher halt. Und zwar haben wir hier, wenn wir uns das anzeigen lassen, einmal die Datei hier, die env-vars, genau. Und dann haben wir diese Private Multiple Files hier. Die beiden Dateien müssen wir, wie gesagt, löschen oder umbenennen. Ich werde die mal umbenennen hier. Ja, das machen wir einfach mit dem Rename-Befehl hier. Rename Flash Doppelpunkt Name Flash Doppelpunkt neue Name. Der neue Name, ja, spielt überhaupt keine Rolle. Wir können die Dateien, wie gesagt, auch löschen. Das ist die erste Datei hier. Wir können nochmal nachschauen, ob das jetzt umbenannt wurde. Bla, genau, das hat funktioniert. Dann müssen wir die zweite Datei hier auch nochmal umbenennen. Wieder mit Rename Flash Doppelpunkt Private Multiples Files, zack, und einfach einen neuen Namen vergeben hier, der, wie gesagt, überhaupt keine Rolle spielt. Wir können das auch bla bla nennen, meinetwegen. Genau, jetzt können wir nochmal überprüfen, ob das alles übernommen wurde, die ganzen Änderungen. Und wenn das der Fall ist, wie bei mir hier, wir sehen, die beiden Dateien sind quasi nicht mehr da. Einfach ein Reset draufschmeißen und nochmal mit Epsilon, mit Yes bestätigen halt. Ja, und schon wird das Ding ja zurückgesetzt. Es dauert natürlich ein paar Sekunden. Einfach abwarten, bis es soweit ist. Und dann, ja, können wir uns wieder mit dem Standardpasswort, was halt Cisco ist, ganz normal anmelden und unserem Access Point hier um bzw. konfigurieren. Das muss jetzt gleich soweit sein. Noch ein bisschen. Und ja, es ist soweit. Wir können jetzt schon direkt loslegen hier mit unserer Konfiguration hier. Conf T, da komme ich hier natürlich
Nicht weiter mit, beziehungsweise wäre vielleicht ganz gut, den Enable-Modus hier zu gehen mit dem Standardpasswort Cisco, wie gesagt. Das ist jetzt so auf Werkeinstellung zurückgesetzt. Mit dem Conf komme ich jetzt hier nicht weiter natürlich, weil das Ding ein ja, Wireless LAN-Controller braucht. Ja, also es wird über einen sogenannten WLC, Wireless LAN-Controller, konfiguriert und gesteuert. Aber es ging jetzt ja nur ums Zurücksetzen. Das haben wir gemacht. Genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Abo und ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat natürlich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.